Wir machen jetzt mal ein Rezept einer Desinformationsbombe. Das geht folgendermaßen. Man nehme, hörst du zu, schreib mit jetzt, man nehme 3 unbekannte Informanten, schmeißt diese in einen Schnellkochtopf. Durch den Überdruck explodiert der Schnellkochtopf in alle Himmelsrichtungen. Die Geier warten dann darauf, die Überreste einzusammeln. Und dann scheißen sie sie in die Welt, wenn sie dann rumfliegen. So einfach geht das mit Desinformation. Und bitte so und nicht anders. Habt ihr kapiert? Die Bundestagswahlen sind vorbei. Ich glaube, alle sind ein bisschen enttäuscht über die Russen. Unverschämterweise haben sie die Wahlen gar nicht manipuliert. Ne? Aber keine Sorge, Leute, irgendwas, um den Russen dann doch schuldig zu sprechen, findet man immer. Ne? Wenn man schon, das Feindbild muss einfach aufrechterhalten. Ne? Das muss man aufrechterhalten. Und ja, jetzt ist wohl laut zahlreicher Medienberichte ein richtiger Skandal entlarvt worden. Ich zeige euch durch diesen Skandal heute mal ein Paradebeispiel der Desinformation. Die Russen sollen die Taliban in Afghanistan kostenlos mit Treibstoff versorgt haben. Also jetzt versorgen die Russen schon ihre Erzfeinde anscheinend mit Treibstoff. Ich meine, also die Russen wurden ja irgendwann mal vor der Taliban, gab es ja mal Entwicklungen, die dann zur Taliban geführt haben. Und die haben ja die Russen aus Afghanistan rausgeschmissen. Also wirklich befreundet sind die nicht. Ne? Was ist da los? Hermann, was ist mit den Russen los? Warum? Also jetzt scheinen sie sogar ihre Feinde mit Treibstoff zu versorgen. Ja, also das ist doch ein ganz normaler Vorgang. Ja? Natürlich. Es gibt doch keine Feinde mehr. Es gibt nur noch Freunde. Nur noch Freunde. Ja, Taliban, egal wer, ne? Alles. Aber das fand ich schon. Wir schauen, den Artikel müssen wir uns trotzdem mal anschauen. Ne? Also hier. Russland versorgt Taliban-Kämpfer in Afghanistan, einem Bericht der britischen Times zufolge, mit Diesel in größeren Mengen. Ein Insider spricht von monatlichen Lieferungen, die als Geschenk über die Grenze kommen. Russische Politiker streiten die Vorwürfe ab. Also eine Sache, sofort Leute, wenn in einem Artikel steht, einem Bericht der britischen Times zufolge, dann müssen die Alarmglocken sofort angehen oder läuten. Denn wenn ein Medienhaus ein Bericht von einem anderen Medienhaus als Quelle angibt, dann tut es das in der Regel, weil die ursprünglichen Quellen ein bisschen skurril waren. Ne? Und dafür will man keine Verantwortung übernehmen. Und deswegen sagt man dann, laut der Bild oder laut der Times ist das und das passiert. Ne? Also sollte sich dann die Nachricht im Nachhinein als Falschnachricht herausstellen, dann kann sich in diesem Fall jetzt NTV immer darauf berufen, dass sie ja nur die Times zitiert hat. Ne? Aber bevor wir uns jetzt die Quelle des Ursprungsartikels anschauen, möchte ich noch auf das Foto des NTV-Artikels eingehen. Die Bildunterschrift, russische Geheimdienstmitarbeiter sollen seit etwa 18 Monaten Flotten von Tankwagen zu den Taliban schicken. Also ist eindeutig, NTV hat jetzt sogar Fotos von den russischen Tanklastern in Afghanistan geschossen. Aber auch bei dem Bild, da kam mir die Sache ein wenig spanisch vor. Oder sollte ich das Sprichwort ändern? Nach dem Bild kam mir die Sache ein wenig pakistanisch vor. Achtet mal auf Details. Detail Nummer 1. Die Verzierungen am LKW. Also solche Verzierungen, das ist normalerweise eher eine pakistanische Tradition. Und hier sehen wir mal einen jungen Fahrer, der neben so einem auf dem NTV-Bild verzierten Tanklaster steht. Genauer gesagt steht er auf einem Treibstoffumschlagplatz in der Nähe von Karachi, Pakistan. Und dieser Umschlagplatz ist bekannt dafür, mit Hunderten, vielleicht Tausenden Tanklastern vollzustehen, die auf ihre Beladung warten. Detail Nummer 2. Die Polizisten auf dem Foto. Schwarze T-Shirts mit Police-Aufschrift und beige Hosen dazu. Und hier mal eine kleine Uniformlehre. So sehen pakistanische Polizisten aus. Und so sehen afghanische Polizisten aus. Also NTV, die haben jetzt anscheinend ein Foto aus Pakistan genommen, weil es einfach bildlich gepasst hat. Kein Hinweis, dass es sich eventuell um ein Symbolfoto handelt, sondern sogar ganz im Gegenteil, verschärft durch die Bildunterschrift. Die Tanklaster aus Karachi,
Ja, die fahren tatsächlich über den Khyber-Pass oder Khyber-Pass, keine Ahnung, nach Afghanistan. Auf diese haben die Russen aber überhaupt keinen Einfluss. Ganz im Gegenteil, der Khyber-Pass, der wird von anderen benutzt. Der Khyber-Pass, eine schmale Straße zwischen Pakistan und Afghanistan, ist einer der wichtigsten Versorgungsrouten für die NATO. Das Foto könnte man ja fast schon als manipulativ jetzt kennzeichnen. Also zumindest mit der Bildunterschrift. Und ohne Symbolfoto-Hinweis. Hättet ihr auch mal was lernen können, ne? Also ihr werdet ja bezahlt für Desinformation. So funktioniert Desinformation, ne? Ja, also könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Ihr habt versagt zur Bundestagswahl und NTV macht's richtig. Also Bildunterschrift, ne? Bildunterschrift, Überschrift, egal, aber die machen's richtig. Einfach ein bisschen übertreiben. Ja. Genau, oder ein anderes Bild nehmen aus einem anderen Land und so tun, als ob es da wäre. Ne? Aber ohne dabei halt erwischt zu werden. Auch ohne rot zu werden. Genau. Aber bei NTV ist sie nicht rot, aber egal. Eingangs hatte ich ja schon angemerkt, dass wenn Medien sich auf andere Medien berufen, die Quelle, sagen wir mal, heikel sein könnte. In allen Artikeln findet man den Satz laut britischer Times. Die britische Zeitung zitiert einen anonymen Taliban-Schatzmeister, demzufolge russische Geheimdienstmitarbeiter Flotten von Tankwagen über die Grenze mit Usbekistan schicken. Also als erstes stellen wir fest, dass das NTV-Foto jetzt endgültig durchfällt. Die Tanklaster kommen wohl aus Usbekistan. Also ist das pakistanische Foto von NTV definitiv und endgültig ein Medienmissbrauchsopfer. Aber wer hat das alles nochmal gesagt? Also auf wen bauen die ganzen Artikel? Ein anonymer Taliban-Schatzmeister. Also Wahnsinn, da macht eine Nachricht weltweit die Runde, weil die Times einen anonymen Taliban-Schatzmeister als Quelle angibt. Ein anonymer Taliban-Schatzmeister als Quelle ist journalistisch gesehen so wasserdicht, wie die Titanic in dem Moment, wo Rose den Jack brutal fallen lässt und er in die Tiefen des Meeres versinkt. Also der anonyme Schatzmeister, ich möchte dieses Wort immer wieder erwähnen, der ist aber sehr, sehr korrekt. Der hat nicht nur über die Russen erzählt, sondern auch andere Geschichten. Also die Russen sind die Bösen, die Taliban sind die Guten. Denn die Taliban sind mit dem afghanischen Staat, den sie eigentlich über alles hassen, bekämpfen. Also man weiß, dass in Kabul ja immer auch Selbstmordattentäter von der Taliban unterwegs sind. Aber auf eine Art und Weise scheinen sie dann doch verbunden zu sein. Die Russen geben uns das umsonst, erklärte der Mann der Times zufolge. Wir zahlen nur die Importsteuern. Also die Taliban attackieren den afghanischen Staat, wo sie nur können, zünden eine Bombe nach der anderen, aber die Importsteuer, die zahlen sie aufs Komma genau. Ne? Also es gibt neben dem anonymen Steuerzahler, anonymen Schatzmeister, eine weitere klare Quelle. So klar, wenn ich jetzt wieder mit Metaphern, ihr wisst ja, das mache ich gerne, ich würde sagen, so klar wie das Wasser, das ein paar Mal durch so einen Britta-Filter durchgegangen ist. Ne? Sauber. Ja? Kennst du Britta-Filter? Ne? Ist gut. Ne? Also, Hermann, fantastisch. Klares Wasser, ne? Fällt dir noch was ein? So klar, das ist der Schatz der Erde. Ja. Aber die Taliban zahlen ihre Steuern. Von den vier Leute. Ja. Das sind ja Kaufleute. Also das ist ja schon sensationell. Sind Händler. Ja, die zerbomben. Das ist wahrscheinlich der Trick. Der afghanische Staat hat wahrscheinlich einen Deal mit den Taliban. Die sagen, kommt mal, zerbomben mal hier unsere Straßen und so. Und dann müssen wir nämlich durch eure Steuergelder, die ihr dann zahlt, bauen wir das dann alles wieder auf. Ja, Mehrwertsteuer. Ja, mein Gott. Also das ist ja ein System, was seinesgleichen sucht. Die Spritlieferungen seien dabei nur eine von vielen Methoden, mit denen Russland das Lager der Taliban stärke, wie ein weiterer Informant dem Blatt bestätigte. Ein weiterer Informant bestätigte das dem Blatt also. Wer ist dieser weitere Informant? Ja, bitte? Ja. Achso, ja, mit dem Taliban-Schatzmeister. Einen Moment, ich verbinde. Ali. Ja. Nee, Bruder, wallah nicht, ja. Wir haben Waffen mit der Russe, aber der Russe, Bruder, ich schwöre dir, guck mal. Nee, wallah nicht, hör mal zu jetzt. Guck mal, wir kriegen diese Waffe
umsonst. Aber wir bezahlen Mehrwertsteuer. Ich schwöre dir Mehrwertsteuer. Bei dem Brot von meinem Sohn, ich gebe jeden Tag, wenn ich lüge, ich schwöre, ich soll sterben. Ja, schreiben Artikel. Ja, Waffe, Munition, die Kalaschnikow, die Uzi und so, alles umsonst. Aber Bruder, ich schwöre dir, man wird eine Steuer bezahlen. Okay? Ja, tschüss. Entschuldigung, ich musste ganz kurz Informant, wir haben, da war die New York Times, die angerufen hatte. Aber die Taliban geben am Ende des Jahres auch eine genaue Steuererklärung ab. Ne? Also wir haben exklusiv von einem anonymen Schatzmeister der Taliban die Steuererklärung der Taliban erhalten. Na, und hier könnt ihr sehen, die geben an, ne? Also hier Bombenanzünder, Selbstmord, hier diese Westen und so weiter, haben sie alles in der Steuererklärung abgegeben. Ne? Wahnsinn! Also in jeder halbwegs guten Journalistenschule sagt man, 3 Quellen sind mindestens nötig, um eine Nachricht als glaubwürdig zu erkennen. Und da hat sich die Times nicht lumpen lassen. Die haben auch noch eine dritte Quelle. Die Russen verfolgen mit ihrer Unterstützung für uns 3 Ziele. Und hier will man wahrscheinlich authentisch sein. Man hat hier wirklich geschrieben, 3 Ziele. Ne? Also so authentisch ist man dann bei der Times. Ne? Oder beim NTV in diesem Fall. Ne? Also zitierte die Times einen ungenannten Taliban-Funktionär aus Pakistan. Also auch die dritte Quelle ist ein Unbekannter. Aber dieser scheint politisch wirklich, ich sag mal, begabt zu sein. Der wusste ganz genau, weshalb die Russen das alles tun. Sie wollen den Islamischen Staat bekämpfen, die US-Bemühungen in Afghanistan untergraben und zugleich der NATO schaden. Meine Güte, ne? Also dieser Taliban-Funktionär könnte unbekannterweise auch US-Präsidentschaftskandidat. Oder wobei, Verteidigungsministerium. Ja, genau. Ne? Wahnsinn. Ja, das ist schon nicht schlecht. Hermann, jetzt reden die Taliban-Funktionäre schon wie irgendwelche US-Politiker oder Atlantic Council-Mitglieder. Was ist da los? Ne? Ja, das kann sein, dass es die nächste Zusammenarbeit ist. Kann doch sein. Ja, Wahnsinn, ja. Vielleicht wollen die auch in die NATO rein, kann ja auch sein. Ja, genau, das stimmt. Na, die NATO und Taliban, ne? Taliban in die NATO. Ich meine, die Türken sollen ja jetzt raus. Ne? Özdemir will das, also unser zukünftiger Außenminister, ne? Der will die Türken nicht mehr drin haben. Da könnte die Taliban ja für einspringen dann, ne? Der Russe ist schlau. Ja. Naja, gut, aber gut. Es tut mir jetzt übrigens leid, wenn ich jetzt irgendwelche Schockreaktionen ausgelöst haben sollte mit dem Spruch, dass Cem Özdemir Außenminister werden möchte. Hermann, Cem Özdemir als Außenminister, was sagst du denn dazu? Kriegst du da auch Gänsehaut? Nein, ist ja ein Grüner. Ja, ne, da kann nur nichts passieren. Kann nichts passieren. Also da sieht man ja schon mal, wie wichtig dann die grüne Politik werden wird, wenn unser Außenminister grün ist. Ne? Ja, Fischer ist ja auch in den USA, lebt ja auch in den USA. Ja, stimmt, ja, der Fischer. Naja, eine kleine Özdemir-Analyse, die kommt aber bestimmt noch in den nächsten Wochen. Also, NTV hat sich hier zumindest, und das muss ich mal positiverweise sagen, zumindest die Mühe gemacht, um den Times-Artikel zu lesen. Also die hochseriöse FAZ oder die WAZ, die haben den Times-Artikel überhaupt gar nicht gelesen, sondern von der größten deutschen Nachrichtenagentur namens dpa, da haben sie die Nachricht einfach 1:1 übernommen. So kommt mir das zumindest vor. Ich zeige euch das mal und dann könnt ihr selber entscheiden. Russland unterstützt den Taliban mit Diesel. Das ist der Titel von der dpa, die als Nachrichtenmeldung rausgegangen ist von der Agentur. Und dann können sich das andere Anbieter, Nachrichtenanbieter rausnehmen, so wie die NTV es getan hat, und dann ihr eigenes Zeug noch mit dazu nehmen und so weiter. Es ist eine Nachrichtenagentur. Was passiert? Die FAZ und die WAZ, die haben sich gedacht, komm, wir machen einfach mal Copy-Paste. Aber Copy-Paste, was den Artikel angeht von der dpa, die Überschrift, ja, da scheinen sie dann doch nochmal gesagt haben, ey, komm, irgendwie ist die Quelle schon skurril. Nur die Überschrift, da hat die FAZ reingeschrieben, angeblich. Und die WAZ hat aus der Überschrift eine Frage gemacht. Den Rest haben sie aber dann trotzdem 1:1 übernommen. Also Leute, wir halten fest. Holt euch jetzt bitte Stift und Notizblock raus. Ne? Hast du auch, schreibst du mit, ne? Damit ihr auch mal ein bisschen hier was lernt. Wir machen jetzt mal ein Rezept einer Desinformationsbombe. Das geht folgendermaßen. Man nehme, hörst du zu, schreib mit jetzt, man nehme 3 unbekannte Informanten, schmeißt diese in einen Schnellkochtopf,
durch den Überdruck explodiert der Schnellkochtopf in alle Himmelsrichtungen. Die Geier warten dann darauf, die Überreste einzusammeln. Und dann scheißen sie sie in die Welt, wenn sie dann rumfliegen. So einfach geht das mit Desinformation. Und bitte so und nicht anders. Habt ihr kapiert? Ja? Alles klar. Kommen wir zurück nach Deutschland. Hier gibt es ja einen Regierungssprecher, der den Journalisten ja in brenzligen Situationen immer Rede und Antwort steht. Zum Beispiel gibt es ja aktuell den G20-Skandal. Da wurde ja einigen Journalisten die Akkreditierung entzogen und bisher weiß man nicht warum. Ganz im Gegenteil, sämtliche Beweise sind jetzt aus Versehen und plötzlich gelöscht worden. Aber für solche Fälle, wie gesagt, gibt es die Bundespressekonferenz und unsere Regierung in Form von Regierungssprecher Steffen Seibert. Ja, die steht dann Rede und Antwort. Steffen Seibert stellen wir euch jetzt mal vor. Heute stellen wir euch einen echten Top-Agenten der Bundesregierung vor. 007 Steffen Rüdiger Seibert. Im Auftrag ihrer Majestät Angela Merkel. Von Mainz nach Berlin, vom ZDF zu Angela Merkel, vom Moderator zum Regierungssprecher. Seibert wurde 1960 in München geboren. Zur Schule ging er gemeinsam mit dem aktuellen Chefredakteur der Zeit und Mitherausgeber des Tagesspiegels, Giovanni Di Lorenzo. Seibert studierte Geschichte, Literaturwissenschaften und öffentliches Recht. Nach seinem Studienabschluss begann seine Karriere beim Zweiten Deutschen Fernsehen. 1988 machte er sein Volontariat beim ZDF und arbeitete danach als Redakteur in Mainz, bevor er 1992 als Auslandskorrespondent nach Washington ging. Schnell kletterte er die Karriereleiter beim ZDF nach oben. Nach seinem Auslandsaufenthalt wurde er Moderator für das ZDF-Morgenmagazin. Von 1997 bis 2003 war er unter anderem Redaktionsleiter von Hallo Deutschland. Danach Moderator der Heute-Nachrichten und des Heute-Journals. Doch diese Welt war ihm nicht genug. Er wollte mehr. Vom ZDF ging es dann 2010 direkt zu Angela Merkel. Sie erwählte ihn zu ihrem Sprecher. Seibert ist zudem der Chef des Presse- und Informationsamtes in Berlin und Staatssekretär. Ein Hintertürchen hielt sich Seibert allerdings stets offen. Anstatt seinen Arbeitsvertrag beim ZDF zu kündigen, ließ er diesen lediglich ruhen und vereinbarte ein Rückkehrrecht. Er ist der 24. Regierungssprecher und der 4., der vorher beim ZDF gearbeitet hat. Was macht eigentlich ein Regierungssprecher? Die Aufgaben. Die Bevölkerung über die Haltung der Regierung informieren. 24 Stunden erreichbar sein für Angela Merkel. Um die Welt mit der Kanzlerin reisen. Bundespresseamt mit mehr als 400 Mitarbeitern leiten. Auf der Bundespressekonferenz Fragen beantworten. Stellvertretend für Merkel mit den Journalisten sprechen. Merkel besser darstellen, als die Realität eigentlich ist. Höchste Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen. In den Bundespressekonferenzen hat Seibert auch gelernt, scharf zu schießen. Diese Zusammenlegung, ich fasse das jetzt nochmal auf, der nationalen Streitkräfte in der EU. Das ist falsch. Entschuldigung, Herr Tujala. Die Zusammenlegung nationaler Streitkräfte. Ich muss es einfach nochmal sagen und Sie müssen auch mal zuhören, wenn Herr Flossdorf hier spricht. Auch Russia Today kann besser recherchieren als das. Das ist nicht der Plan. Er verkündet den anwesenden Journalisten, wo man sich besser vorher hätte informieren können. Ich finde es etwas befremdlich, immer meine Arbeit für RT Deutsch in den Vordergrund zu stellen. Also wie gesagt, ich habe das bei der dpa recherchiert, dachte, das wäre eine verlässliche Quelle und dementsprechend... Schieben Sie es nicht auf dpa ab, Entschuldigung. Aber schieben Sie es doch nicht auf meine Tätigkeit. Entschuldigung, Herr Tujala, Herr Seibert, das ist ja keine Diskussionsveranstaltung. Ja, genau. Dass etwas anderswo schon gesagt wurde, dass er zu diesem oder jenem Thema bereits alles gesagt hat und dass es zu dem anderen nichts mehr hinzuzufügen gibt. Die Bundesregierung hat zu dem Sachverhalt, den Sie ansprechen, gestern eine Presseerklärung herausgegeben und ich habe der nichts hinzuzufügen. Das bedeutet, dass ich der Presseerklärung der Bundesregierung von gestern Nachmittag nichts hinzuzufügen habe. Ich muss auch Ihnen noch einmal sagen, dass ich auch dem Wortlaut dieser Presseerklärung nichts hinzuzufügen habe. In seiner Freizeit ist er nach eigenem Bekunden großer Opernfan. Oper macht mich total glücklich. Ich musste auch öfter mal heulen, gab er zu. Seibert war im Bundespresseamt sehr fleißig. Mit seinem Social-Media-Engagement hat er etwas Rundfunkähnliches geschaffen, das einem Regierungskanal nahekommt. Das hat er wohl bei seiner Zeit beim ZDF gelernt. Budget 196.350 Euro und 8 feste Mitarbeiter, die am Social-Media-Auftritt arbeiten, um die Sichtweise
der Bundesregierung zu vermitteln. Nicht alles verlief reibungslos für den Saubermann Seibert. Das Bundespresseamt steht weiterhin wegen des Ausschlusses von Journalisten beim G20-Gipfel unter Druck. Als Chef des Bundespresseamtes ist Seibert zuständig für die Akkreditierung. Jetzt kam allerdings heraus, dass das Landeskriminalamt in Berlin Beweise vernichtet haben soll. Doch im Dienste der Majestät scheinen alle Mittel recht zu sein. Seibert ist schon seit 7 Jahren an Merkels Seite. Er ist jetzt schon der am längsten amtierende Regierungssprecher und wird wohl auch noch weitere 4 Jahre seinem Beruf nachgehen. Wenn nicht, dann erwartet ihn ja das ZDF mit offenen Armen. Die Verflechtungen zwischen Medien und Politik scheinen auch in diesem Fall keinen groß zu stören. In Russland wird das richtig gemacht. Da wird der Staat nämlich nicht kritisiert. Sonst kommt wer? Ja, ich. Ja, genau. Also Staat kritisieren. Wo gibt's denn sowas? Also mittlerweile echt, die Welt wird immer unverschämter, ne? Also wirklich, nee. Aber unsere Regierung, ja, die hat auch immer einen Witz auf Lager, ne? Während sich die Katalonien-Krise immer weiter zuspitzt, ja, die Menschen sich da gegenseitig attackieren, ja, da hat der Heiko Maas halt ein Witzchen auf Lager. Eine kleine Anspielung auf Katalonien nach Maas. Ich habe die saarländische Unabhängigkeit jetzt hier erklärt. Also eine neue Justizminister Maas macht uns alle sprachlos Episode. Bevor wir jetzt in die Rohrpost gehen, ihr habt es verlangt und wir werden es vollführen, der Putin-Surprise. So, und zwar haben wir die Wahl wurde getroffen. Wir machen auch jetzt kein langes Ding da draus. Kann ich das Kuvert bitte haben? Gibt es überhaupt ein Kuvert diesmal oder habt ihr jetzt diesmal völlig alles hier? Meine Güte, hier, guck mal, jetzt kriege ich doch kein Kuvert mehr, sondern, oh Mann, naja, gut, die Timecode-Liste. Naja, auch nicht schlecht als Kuvert. Brauchen wir auch nicht. Denn der Putinzer-Preis, ihr habt es gefordert. Der Putinzer, hier ist er, ne? Habt ihr auch nicht beschriftet, habt ihr gut gemacht. Das trauen sie sich nicht. Trauen sie sich nicht, dann mache ich das halt selber. Weil sonst ist natürlich klar, ne, dass man sich da jetzt den autoritären Herrscher dann nicht trägt. So, der Putinzer geht an mich, liebe Freunde, weil ihr das so verlangt habt. Aber ich nehme ihn an und ich bin auch stolz darauf. Ich finde den Putinzer gut. Ich weiß gar nicht, warum alle immer denken, der Putinzer ist was Negatives. Also ich wisst ihr was, das ist Premiere. Ich bin der erste Mensch, der da ist, um den Putinzer entgegenzunehmen. Ne? Dann darf ich doch mal hier feierliche Würde haben. Ja, ja, ja. Und hier. Also, das ist ja mal... Ich bin der erste Putinzer-Preisträger, der da ist, um ihn entgegenzunehmen. Wenn das mal nicht wenn das mal nicht ein Applaus ist. Alles klar, ab in die Rohrpost. Mein Gespräch mit Serge Menger, das hat zu einer Kritikwelle geführt, ne? Und ich wusste das, bevor ich den Serge eingeladen habe, aber erstmal ein Beispiel. Hatte diesen Kanal über längere Zeit abonniert. Mir ist vor einigen Monaten schon aufgefallen, dass Resa einen heftigen Linksdrall hat. Das konnte ich nicht weiter unterstützen. Diese Sendung habe ich ausschließlich wegen dem Gast angesehen, den ich super finde, und wurde derbe bestätigt darin, den Kanal definitiv nicht wieder zu abonnieren. Also, was soll ich dazu sagen? Linksdrall, Rechtsdrall, irgendein Drall. Ne? Ich versuche es immer, weder den einen noch den anderen zu haben. Denn meine persönliche Meinung hat hier nichts zu suchen. Und egal, welcher Gast bei mir sitzt, als Journalist ist es meine Pflicht, die Aussagen kritisch zu hinterfragen und denen kritisch zu begegnen. Und dann gab es noch eine Nachricht vom Morgenmuffel, der geschrieben hat, was für ein krasses Outing oder er hat sich geoutet oder sonst was. Leute, geoutet wovon? Wo sind wir jetzt schon angekommen? Dass kritische Fragen, nur weil sie nicht ins Weltbild oder in die Echokammer passen, als Outing bezeichnet werden. Wovon soll ich mich geoutet haben? Also das verstehe ich nicht. Und lieber Nimmerlein, ja, der hat uns deabonniert, weil wir angeblich einen Linksdrall haben. Auch das zeugt doch davon, wie viele Menschen sich immer weiter in Echokammern verkriechen. Man abonniert nur noch das, was dem eigenen Weltbild entspricht. Und das ist genau der Fehler. Aber ich bin nicht da, um eure Fehler hier zu sagen. Ich wusste als Moderator, was da auf mich zukommt. Und ich wusste auch, was passiert, wenn ich eine Gegenstimme dazu bin. Nicht, weil ich persönlich so denke, sondern weil es als Journalist meine Pflicht ist. Aber trotzdem habe ich es getan und ich würde es jedes Mal wieder so tun. Und ich habe Serge Menger
wie gesagt, mit ihm auch vorher gesprochen und nachher. Und wir waren uns sehr sympathisch. Und was er hat ja auch zum Schluss der Sendung gesagt, dass wir ähnlich ticken. Aber irgendwie will man ja immer nur noch diese Zwischensätze hören, die halt, wie gesagt, in diese Echokammer führen. Naja, ich hoffe, das haben ja auch viele von euch dann auch so gesehen, zu den positiven Kommentaren, dass es ein ehrlicher, offener Diskurs war und man nicht nach irgendeinem Mund da gesprochen hat. Und das haben ja auch einige erkannt. Aber ein Kommentar von Martin Severin, der hat mich gefreut und der trifft es auf den Punkt genau. Schon lange nicht mehr so einen guten Beitrag gehört und gesehen. Viel Druck, Witz und Wahrheit. Kommunikation lebt von Konfrontation. Echte Streitkultur und kein Draufhauen oder Mundtot machen. So wünsche ich mir mal den Bundestag wieder, so wie in den 60er Jahren mit Herbert Wehner zum Beispiel. Danke, Resa, für den Gegendruck. Das Schlimmste wäre, nach dem Mund zu reden, egal ob es die Meinung widerspiegelt oder nicht. Und genau so ist es. Aus diesem Grund, wie immer der Hinweis zum Schluss, hört auch der anderen Seite zu, denn von der Pluralität in der Medienwelt lebt der Funken Wahrheit, der mal übergeht in die Welt. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt 451 Grad. Lieber Hermann, was hast du noch zu sagen zum Schluss dieser Sendung? Wir gehen einer herrlichen Zeit entgegen. Alles klar, bis zur nächsten Woche. Ciao. Und zahlt eure Importsteuer. Wussten Sie, dass mittlerweile nur noch etwa 3 globale Agenturen auszumachen sind, durch die nahezu die ganze Welt mit Nachrichten gefüttert wird? Kontrolliert und nicht selten verfasst werden diese weltweiten Nachrichten gemäß Augenzeugenberichten von Udo Ulf Kotte und vielen anderen durch hohe Militärs, Geheimdienste und so weiter. Wer darum die scheinbar vielfältigen Berichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, muss zu dem Ergebnis kommen. Sie stammen immer und überall aus ein und denselben Grundaussagen. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. Die zuvor genannten 3 globalen Agenturen aber sind folgende. Erstens die amerikanische Associated Press, AP, mit weltweit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zweitens die quasi-staatliche französische Agence France-Presse, AFP, mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4.000 Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3.000 Meldungen und 2.500 Fotos an Medien in aller Welt. Drittens, die britische Reuters in London, die privatwirtschaftlich organisiert ist und etwas über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun wird sich der Durchschnittsschweizer oder Deutsche sagen, das hat ja mit unserer Presse nichts zu tun. Diese Agenturen haben ja ihren Sitz in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Wir haben doch eine vielfältige Presse durch unsere Pressefreiheit. Doch genau darin liegt der größte Irrtum. Wer die Medienberichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, wird feststellen, dass nahezu sämtliche Medien, auch in der Schweiz und Europa, ein und dieselben Berichte abändern und veredeln, die von genau diesen 3 zuvor genannten Agenturen ausgehen.